In den ersten 6 Monaten verkauften deutsche Unternehmen weniger ins Ausland. Die Geschäfte mit den kriselnden Euro-Ländern liefen schlechter und zuletzt auch mit Übersee. Von Januar bis Juni schrumpften die Exporte um 0,6% auf 547 Milliarden Euro, so das Statistische Bundesamt. Das magere Wachstum in Übersee konnte den Rückgang in der EU nicht wettmachen. Es gab im ersten Halbjahr einen Durchhänger, hieß es beim Branchenverband BGA. Im Juni wurde dann wieder 0,6% mehr exportiert als im Mai und 0,8% weniger importiert.